Bremer Sport TV geht wieder auf Sendung. Am Dienstag, 20. Juni, 20 Uhr, haben wir folgende Themen im Programm. Jürgen Linke ist zu Gast, der wird uns berichten über den Fegesacker Kindertag. Herzlich willkommen. Renate Recknagel, deutsche Meisterin in der Seniorengymnastik Ü75, ist zu Gast, ganz aktuell vom Berliner Turnfest. Und sie hat ihre zweitplatzierte Vereinskollegin Roswitha Wahl mitgebracht. Auch euch beiden herzlich willkommen. Dann geht es weiter zur Bremer Turnerjugend. Johanna Hallmann ist im Studio, die dort die Jugendreferentin ist und sie hat die TuJu Stars 2017 bei der SVGO durchgeführt. Und vom Gewinner von der SVGO begrüße ich zwei aktuelle Zirkus-Pfiffix-Teilnehmerinnen, die uns berichten werden, was sie in Berlin so erlebt haben beim Bundesfinale. Dann geht es weiter mit Tischtennis. Ein großes Turnier bei der SG Maaßen hat stattgefunden. Detlef Wendenburg, der Abteilungsleiter, ist zu Gast und hat einen Spieler vom TSV Lesum mitgebracht, den Dejan Cilice. Last but not least, BSV ist in aller Munde. Wir wollen mal über was Positives heute Abend sprechen, sondern es gibt noch eine zweite Mannschaft, die gerade den Aufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga geschafft hat. Dort habe ich zu Gast den Manfred Feuerriegel und der hat seinen Spieler Morten Alström mitgebracht. Also, liebe Zuschauer, ich rechne auf Sie, 20. Juni, 20 Uhr auf Radio Isar TV. Seien Sie dabei!